Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von den Miracle Keepers of Magic. Wir haben hier ja schon die erste Runde vorgestellt. Es geht um das Clashback M15, wo eben grün-rot Wut bzw. UG Weiß ist, also blau-grün. So werden die Decks genannt. Wir haben das erste Spiel bereits gezockt. Es ist an mich gegangen, war sehr spannend, muss ich sagen. Ich hoffe, das zweite Spiel verläuft genauso spannend. Eventuell kann ich das Match hier in einem Best of Three gewinnen oder auch Markon in dem Fall vielleicht das Match nochmal spannender gestalten, indem er jetzt einen Sieg an sich reißt. Ja, wir werden sehen, was die Deckkarten wieder hier machen werden für uns oder für den jeweils Einzelnen. Ich gehe wieder, wie gewohnt, ein bisschen auf die Karten ein, ein bisschen die Strategie erklärt und ihr könnt natürlich jederzeit wieder auf Pause schalten, um die Kartentexte zu lesen. Hier kennen wir ja schon die erste Karte, das ist Quell der Fruchtbarkeit. Die kann er opfern, indem er ein grünes Mann und ein beliebiges zahlt und ein Standardland aus der Bibliothek getappt ins Spiel bringen. Ist natürlich Ramp-Funktion, so als grundlegende Strategie ist es ganz in Ordnung. Markon legt hier konstant Land, spielt auch schon die erste Ramp-Figur, den Elfenmystiker, den, wenn ich tappe, hier ein grünes Mana generieren kann. Somit hat er bereits 3 Mana, könnte theoretisch nächste Runde sogar opfern, hat schon 4 Mana, 3 Mana dann draußen, wenn er noch eins legt, noch ein Mana draußen und den Elfenmystiker. Also so sieht man die Ramp-Funktion, wie sie funktioniert. Ja, ich muss dazu sagen, das Clashback selbst ist gar nicht mal so schlecht geworden. Der Preis ist allemal gerechtfertigt von der Situation hier. Also ich muss sagen, Top-Produkt, ich würde es jederzeit weiterempfehlen. Bin selber schon überlegen, ob ich es ein-, zweimal kaufe, allein schon dann, damit man gewisse Karten hier schon in seinem Kartenpool hat. Kann man nämlich durchaus verwenden. Braucht man auch immer wieder, meiner Meinung nach. Ja, Markon tut auch das, was ich vorhin angesprochen habe. Er opfert die Quelle der Fruchtbarkeit und bringt hier ein Standardland getappt ins Spiel und geht sogar mit seinem Elfenmystiker in den Angriff. Und ich gehe auf 19 Lebenspunkte runter. Ich dürfte ein bisschen Mana-Problem jetzt erstmals gehabt haben. Ne, doch nicht. Ich kann hier auch ein drittes Land mittlerweile spielen. Halt nur blau. Ich denke mal, ich hätte auch grün notwendig. Und muss auch meinen Zug wieder hier abgeben. Ja, blau ist ja meistens so, dass es im Prinzip eine Draw-Go-Phase gibt. Also sprich, man zieht, legt Land, gibt den Zug wieder weiter, damit man eben im gegnerischen Zug mit Instant-Sprüchen, also sprich spontan zaubern, auf den Gegner reagiert. Der Markon spielt ja wieder den Nessischen Wildhüter, kennen wir ja schon. Er kann, wenn er ins Spiel kommt, kann er die obersten X-Karten seiner Bibliothek anschauen und Kreaturenkarten davon auf die Hand geben, indem er sie vorzeigt. Die anderen muss er in beliebiger Reihenfolge unter die Bibliothek legen, also er muss sie nicht mischen. Hat er natürlich durch sein konstantes Land und auch der Quell der Fruchtbarkeit relativ schnell hier spielen können und erhöht mir im Prinzip schon den Druck auf das Board. Greift wiederum mit seinen Elfenmystiker an, ist somit ausgemanert, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, ich muss erstmal schauen, was ich hier antworten kann. Habe jetzt wieder blau gelegt und verzauber natürlich seinen nessischen Wildhüter mit minus 6, minus 0 mit zu Boden drücken. Ist halt, blau kann halt sehr wenig machen, wenn schon was auf dem Board liegt. Dafür aber hat es den Vorteil, dass es countern kann. Ja. Markon legt seinerseits wieder den Elfenmystiker aus, also er kann hier rampen, was das Zeug hält. Hat mittlerweile so gesehen schon 7 Mana, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ich erst 4. Also man sieht hier deutlich, was passieren kann. Klar, man hat natürlich die eine Runde, wo man diesen Elfenmystiker legt, Mana, also Einsatzverzögerung, also ich kann es nicht gleich tappen, aber ab der nächsten Runde durchaus eine tolle Geschichte. Ich warte jetzt natürlich, was er hier vorhat. Schließlich ist ja er noch immer dran. Greift er mit seinem Elfenmystiker an oder nicht? Mit dem nessischen Wildhüter braucht er nicht mehr angreifen, die minus 6 tun einfach zu viel. Das heißt, ich nehme ihn eigentlich, so wie er jetzt dasteht, voll aus dem Gefecht, was natürlich gut für mich ist, um eben nicht gleich mit den Lebenspunkten hier flöten zu gehen. Aber er spielt die Tempeldienerin der Karametra, erhöht den Mana-Vorrat um so viel Grün, wie die Hingabe zu Grün beträgt. Also ordentliche Rampfigur, meiner Meinung nach, absolut geile Karte. Ist schon fast im Prinzip wie Nyctos, der Schrein des Nyctos, also sprich das legendäre Land, wo er 2 Mana tappen kann und so viel Mana produziert in einer Farbe seiner Wahl, wie eben Hingabe zu dieser Farbe da liegt. Ich spiele jetzt
erstens mal eine große Kreatur aus, die Prophezeien des Sphinx. Super Karte übrigens. Mal schauen im blauen Deck, ob die hier Standard werden kann. Die hat im Prinzip 3-5er-Werte, also sie ist nicht leicht zu erledigen. Sie kann flugsicher werden, indem ich eine Handkarte verliere, oder abwerfe besser gesagt. Und noch dazu bietet mir sie bei jedem Angriff, hält sich 3. Das heißt, ich habe ihr Kartenqualität im Vorschaufeld absolut gegeben. Also ich muss wirklich sagen, die Prophezeien des Sphinx ist absolut eine gute Karte. Habe ich selber auch schon überlegt. Ich habe sie auch dreimal zu Hause, eben in so ein bisschen Blau-Kontrolldeck einzubauen. Aber warten wir erstmal ab. Es kommen ja sicherlich noch Deckvorstellungen von uns auch noch. Nur momentan sind wir mit den Intro-Packs und solchen Produkten relativ stark eingedeckt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, hier reimt er die erste Geschichte, kriegt natürlich hier 1, 2, 3, 4, 5 grünes Mana, also man merkt schon, das tut schon ordentlich weh. 5 grünes Mana und spricht mit dem 6. Mana, Nemesis der Sterblichen aus. Sie kostet zwar für jede Kreatur, die im Friedhof liegt, 1 weniger, aber kann monströs 5 werden, also absolut eine Bombe. Problem ist halt, dass es hier kein Trample hat, aber trotzdem 5-5er solider Bieter oder auch Blocker, wie man es auch sieht, also absolut eine gute Wahl. Kann monströs werden, kostet halt auch ein farbloses Mana weniger je Kreaturenkarte, die im Friedhof liegt. Aber wie gesagt, super zum Rampen hier natürlich. Das heißt, er kann relativ auch das Monströse machen. Ich spiele wieder die Nimbus Naiade, also die hat auch Göttergabe, könnte eine Kreatur verzaubern, die dann Flugfähigkeit kriegt und +2/+2. Ich spiele sie als einfache Kreatur aus und spiele im Anschluss gleich Weissagung aus, kennen wir schon, Divination, Kartendraw. Das heißt, ich kann hier 2 Karten ziehen, also es ist im Prinzip ein Tausch, eine Karte gegen 2. Das heißt, in Wirklichkeit habe ich nur eine Karte als Vorteil, das darf man nicht vergessen. Aber ich habe einen Kartenvorteil. Brauche ich auch eventuell für die Prophezeien des Sphinx, die ich jetzt gerade, mit der ich jetzt gerade angreife, fliegend, kann mir die obersten 3 Karten nun ansehen und mir zurechtdrücken. Das heißt, Scry-Funktion kennen wir. Er will's zerstören. Ich werfe eine Karte ab, und zwar ein Land in dem Fall, und mache die Kreatur flugsicher. Ja, genauso soll es auch funktionieren. Aber ich muss trotzdem schauen, was ich hier Markon entgegensetze. Er hat immerhin immer Kreaturen überhand draußen. Das merkt man auch. Das ist die Ramp-Funktion. Er spielt auch mehr Kreaturen. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich muss erstmal sehen, was ich hier mache. Ja, wie gesagt, Strike-Funktion kennt jeder. Da bin ich vorhin stecken geblieben. Ich kann natürlich welche unter das Deckling oder auch oben drauf lassen und sortieren, wie ich es möchte. Und bei 3 Karten reinzugraben in ein Deck ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich gebe den Zug natürlich ab. Markon hier wieder an der Reihe. Kann natürlich eigentlich so gesehen getrost voll in Angriff gehen. Aber er tappt wieder seine Reimfigur hier. Und kriegt mittlerweile schon 2, 4, 5, 7 grünes Mana zusammen. Und spricht schicksalshaftes Eingreifen aus. Er bringt 2, 3, 3er grüne Zentralen, Zauberungskreaturen, Spielsteine ins Spiel. Und falls es sein Zug ist, kann er hier natürlich auch noch Scry 2 benutzen, also sprich die obersten 2 Karten seiner Bibliothek ansehen. Somit hat er mittlerweile schon nochmal 2 Kreaturen mehr, also man merkt, der Platz wird schon sehr eng. Er spielt ja immerhin schon 7 Kreaturen, ich nur 2, also man merkt hier deutlich, was das heißt und ist sogar noch voll mit Mana übrig, hat sogar noch 2 Grüne übrig, plus eben die 4, die da liegen, also 6 Mana plus 2-mal Rot, noch immer 8 Mana zur Verfügung. Das tut schon ordentlich weh. Also man könnte jetzt theoretisch sagen, ich kann den seine Kreatur hier noch monströs ausstatten. Müsste sich theoretisch, nein, geht sich hier nicht aus. Aber ja, er spielt nochmal die Schülerin der Nilea. Die kennen wir schon aus der ersten Runde, wo er so viele Lebenspunkte dazu kriegt, wie seine Hingabe zu grün beträgt. Die Tokens wohlgemerkt, auch wenn sie grüne Tokens sind, haben kein permanentes Symbol. Das heißt, die helfen hier nicht. Er kriegt im Prinzip hier, wenn man sagt nochmal, seine, wir hatten vorher 7 gehabt und jetzt nochmal 2 dazu, 9 Lebenspunkte dazu und ist hier immerhin schon wieder auf satte 26 Lebenspunkte und kann seinerseits ungehindert angreifen mit einer 5-5er. Ich blocke natürlich, weil mir nichts anderes übrig bleibt, ich will nicht unbedingt nur Schaden kassieren. Meine Kreatur geht hier, also die Nimadier geht hier
auf den Friedhof. Er kann mir keinen Schaden anrichten und ich bin wieder an der Reihe, aber nur man sieht, wie verloren ich hier aussehe mit einer Kreatur. Ja, mal schauen. Ja, ich spiele die zweite Karte zur Fähigkeit Chase Findigkeit, da kann ich sogar drei Karten ziehen, kostet jedoch aber auch 5 Mana, aber dafür, wie gesagt, kriege ich 2 zusätzliche Karten. Ja, ich gehe natürlich in den Angriff, aber schaut momentan wirklich nicht gerade gut für mich aus. Bring Markon auf satte 23 runter, ich bin derzeit bei 17, also ich habe noch genug Lebenspunkte. Und wie wir schon einmal gesehen haben, auch beim Intro-Pack, man sollte nie aufgeben, auch wenn man nur noch einen Lebenspunkt hat. Man kennt sein Deck, ich meine, man weiß dann schon, okay, es bringt was oder es bringt nichts. Oder wenn man dann an der Reihe ist und man zieht eine Karte, die einem einfach nicht bei der Board-Situation hilft, dann kann man das Spiel im Prinzip aufgeben. Aber im Endeffekt, man kann immer bis zum Ende trotzdem noch was machen. Also im Prinzip hier bin ich gespannt. Ja, er geht natürlich voll in den Angriff und schlagt mir hier glatte 3, 6, 9, 14 Schadenspunkte, klatscht er mir hier rein. Im Prinzip hätte er die Runde eigentlich meiner Meinung nach stark beenden können, indem er hier monströs geht. Das hätte er locker hingebracht. Ja, ich bin auf 3 Lebenspunkte runter. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum er es nicht monströs gemacht hat. Vielleicht hat er in dem Fall jetzt gar nicht dran gedacht, aber als Gegenspieler gibt man natürlich den Rat nicht. Man schaut sich die Situation an. Ich gehe natürlich das letzte Mal in Angriff, weil es bringt auch nichts, wenn ich eine Kreatur blocke. Er hat einfach zu viele Kreaturen raus und bringe ihn zumindest auf die Startlebenspunktezahl wieder runter. Ja, ich denke, für mich war das dieses Spiel. Es ist gelaufen. Ich habe, glaube ich, auch sicherlich nicht das Richtige hier nachgezogen. Denke ich jetzt einfach mal ganz stark. Und ich glaube, diesen Rückstand kann ich kaum noch aufholen. Also ich würde sagen, diese Runde geht eindeutig an Markon. Ja, somit wird's nochmal spannender. Wir werden natürlich Runde 3 auch noch online stellen. Aber Sieg für Markon hier. Danke fürs Zuschauen auf alle Fälle. Tschüss, bis demnächst. Eure Miracle Keepers.